Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank, Frau Scharrenbach, dass Sie der Kollegin Schneider mal das LGG erläutert haben. Vielleicht fragt sie das nächste Mal vorher nach. Da müssen wir uns nicht mit solchen unsinnigen Anträgen hier beschäftigen. Denn ich meine, das, was Sie da vorschlagen, die Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Gesellschaft, ja, dieses Ziel teilen wir alle miteinander. Dieses Ziel ist auch festgeschrieben im Landesgleichstellungsgesetz. Daran wird sich bei der Novellierung auch nichts ändern. So, Sie werden da weiterhin finden, Gleichberechtigung von Frauen und Männern. So, dann aber schreiben Sie ja nichts Konkretes. Also Sie schreiben allerlei wolkige Sachen auf, dass das unbedingt eingelöst werden müsste. Aber dann sagen Sie mir doch mal einen konkreten Punkt, an dem Männer denn wirklich so schrecklich benachteiligt werden. Ich will Ihnen noch mal ein paar, Frau Kollegin Kopp-Herr hat es ja auch schon gemacht, aber fangen wir doch mal mit ein paar Fakten an. Wir haben demnächst Equal Pay Day. Frauen verdienen nach wie vor 22% weniger, unbereinigte Lohnlücke, bereinigte Lohnlücke 8%. Was? Hier stellen Sie doch eine Zwischenfrage, wenn Sie da irgendwie was beizutragen haben. So, unbereinigte Lohnlücke sind 8%. Wenn Sie das auf den Verlauf, den Lebensverlauf, kommen wir bei der Rente zu einem sogenannten Gender Pension Gap von fast 60%. Und damit sind wir EU-weit am Ende. Am Schluss dazu von Ihnen kein Wort. Kein Wort. Keine konkrete Fragestellung zu nichts, sondern Sie haben es schlicht irgendwie nicht verstanden. Und Sie weigern sich auch, das sehe ich auch an den Anmerkungen von Herrn Witzel, Sie weigern sich konsequent, das zu verstehen. Es gibt, ja genau, glauben Sie keine Darstellung, keine Statistik, die Sie nicht selbst gefälscht haben. Dann zeigen Sie mir doch die Daten, nach denen Frauen in diesem Land genauso viel verdienen wie Männer. Aber das können wir gerne auch herstellen, wenn Sie auf Bundesebene, wo Sie zwar nicht im Parlament vertreten sind, aber ja eine Bundespartei haben, auch die Initiative unterstützen für ein Transparenzgesetz. Damit wir nämlich genau diese Transparenz schaffen und dann wird auch Ihnen klar werden, dass Frauen und Männer in diesem Land für die gleichen Tätigkeiten nicht gleich bezahlt werden. Dass Sie das nicht verstehen, aber ich habe es auch aufgegeben. Frau Schneider versteht es nicht, Sie verstehen es nicht und dementsprechend müssen wir uns dann an der Stelle... Na, ich glaube nicht, dass es an mir liegt. Wir verdienen zu... Nee, das glaube ich nicht. Wir können gerne... Herr Witzel, ich lade Sie ein, kommen Sie doch am 8. März hier zu der großen Veranstaltung und diskutieren Sie mit uns gemeinsam. Kommen Sie am Equal Pay Day zu den vielen Aktionen, die es geben wird. Da werden die Frauen es Ihnen noch mal erläutern. Und ich habe auch noch einen Tipp für Sie, einen Fernsehtipp. Wenn Sie auf die Seite gehen vom Equal Pay Day, da gibt es ein wirklich interessantes Filmchen von der Satire-Sendung Die Anstalt. Und das erklärt ganz, ganz anschaulich, woher eigentlich die Ungerechtigkeiten über die Lebensverlaufsperspektive zwischen Männern und Frauen, woher die rühren. Das könnte vielleicht auch bei Ihnen noch mal helfen. Stichwort, was sind notwendige Forderungen, die in Ihrem Antrag nicht enthalten sind? Zum Beispiel gendersensible Pädagogik und gendersensible Berufswahlorientierung, damit wir da an den Punkten, wo Sie ja recht haben, Sie haben recht dabei, dass wir auch die Gleichstellung von Frauen und Männern fördern müssen. Das bedeutet, dass auch Jungs das Recht haben, für sich Berufsfelder zu entdecken, die sie bislang nicht entdeckt haben. Deswegen brauchen wir diese Dinge als konkrete Forderung. Wir brauchen auch eine Kultur, in der die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht alleine als Frauenproblem abqualifiziert wird, in der es auch Männern möglich ist, Pflegearbeit zu übernehmen, denn wir hatten gerade den Equal Care Day, der zum ersten Mal am 29. Februar war, und da wurde noch mal sehr deutlich, 80% der Fürsorgearbeit wird von Frauen nach wie vor erledigt. Aber da haben Sie sicherlich auch ein paar Zahlenkorrekturen für mich. Ich bin gespannt. So, diese Dinge brauchen wir, um eine vernünftige Kultur auch herbeizuführen. Und bei der Frage von Gender-Mainstreaming-Beauftragten, beispielsweise auch in der eigenen Verwaltung. Die Landesregierung hat in jedem Haus sogenannte Gender-Mainstreaming-Beauftragte. Darüber ist ja auch bereits berichtet worden, auch in unserem Ausschuss. Das sind zum Beispiel auch Männer. Zum Beispiel im Emanzipationsministerium ist der Gender-Mainstreaming-Beauftragte ein Mann. Das heißt, im Grunde genommen, Ihr Antrag ist obsolet, dadurch, dass es a. im LGG bereits festgeschrieben ist und b. überflüssig ist und c. an überhaupt gar keinen Stellen inhaltlich substanziell ist. Dementsprechend werden wir den Antrag in dieser Form ablehnen. Ich finde es ein bisschen schade, dass am Ende Frau Scharrenbach gesagt hat, nach der durchaus nachvollziehbaren Argumentation, warum Ihr Antrag eigentlich so nicht besonders stichhaltig ist, dass Sie sich enthalten werden. Konsequent wäre gewesen, dann zu sagen, diesem Antrag stimmen auch wir als CDU-Fraktion nicht zu. Aber so ist es leider nicht. Danke.